Die 19 Eisenstraße-Museen im südwestlichen Mostviertel vermitteln Geschichte und Kultur der Region auf spannende Weise und laden zu aufregenden Entdeckungsreisen ein. In 11 Museen gibt es auch ein Kinderprogramm. Gemeinsam mit dem mutigen Schmiedegesellen Ferraculus entdecken Kinder die Geheimnisse der Eisenstraße. Das Museum befindet sich im gotischen Karner aus dem 15. Jahrhundert, gleich neben der Pfarrkirche. Der obere Stock diente als Friedhofskapelle, der untere als Gruftraum. Der Name Provianteisen ist geschichtlich belegt. Er bezeichnet minderwertige Eisensorten vom Erzberg, die gegen Getreide und Schmalz aus unserer Gegend eingetauscht wurden. Die drei Märkte, Gresden, Burgstall und Scheibs, bilden den Drei-Märkte-Bezirk, der dem Handel mit minderwertigen Eisen und Proviant gewidmet war. Nur Eisen- und Provianthändler durften diesen Handel betreiben. Die Konzession war mit dem Besitz eines bestimmten Hauses verbunden. Die angesehenste Handwerkszunft waren die Schmiede. Der Zunftkrug der Pfannen- und Kesselschmiede aus dem 16. Jahrhundert wurde bei geselligen Zusammentreffen der Zunftmitglieder über den Tisch geschliffen, um die Becher zu füllen. Im Wirtshaus, wo Zunfttreffen abgehalten wurden, waren Zunftzeichen über den jeweiligen Stammtischen angebracht. In Gresden wurde neben Pfannen und Kesseln vor allem Werkzeug und Nägel hergestellt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden die bekannten Sicheln vom Schönauer Hammer mit dem Reiter als Schmiedezeichen produziert. In Ipsitz, dem Zentrum der Waffeleisenproduktion, schmiedete man solche Waffeleisen. In den Küchen der wohlhabenden Bürger und Bauern wurden an Sonn- und Feiertagen reich verzierte Waffeln gebacken. Bei Fuhrleuten und Händlern besonders beliebt waren die Geldkatzen. Das sind Ledergürtel mit aufwendiger Federkielstickerei und einem Geldfach an der Innenseite. Die beiden frühbarocken Engel befanden sich in einem Gresdner Bauernhaus im Schlafzimmer über dem Eingang zum Drahtkasten. Im Gruftraum befindet sich eine originale Rauchkuchel mit allen Gerätschaften.